Also ich habe seit gestern das erste Mal mit der 8:30 gearbeitet und ich muss sagen, der Erstkontakt ist sehr positiv für mich gewesen. Ich bin sehr beeindruckt von der Optik, von dem Geräusch, das die Maschine macht, von dem, was es mir für Möglichkeiten bietet. Und also es ist eine doch gelungene Überraschung gewesen. Also an der neuen Maschine, an der 8:30 gefällt mir besonders, dass ich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten habe, die ich kombinieren kann, also aus dem Nähbereich in das Sticken hinüberzuholen, dass es sehr durchdacht ist von der Technik her, dass die Spule größer ist, ich also mehr Unterfaden verfügbar habe, um länger arbeiten zu können. Der große Rahmen, die ganze, also technische Ausführung auch überhaupt, die da angeboten wird von den Füßchen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich zwei verschiedene Knopflochfüße benutzen kann. Ich finde es sehr beeindruckend, wie ich für die Knopflöcher oder für die Biesen eine Gimpe mitführen kann. Das sind so kleine technische Details, die ich als sehr schlüssig und durchdacht erlebt habe. Das Raumangebot, das die 8:30 hat, ist ganz, ganz beeindruckend. Was ich auch ganz besonders toll finde, ist für das Sticken, dass ich da die Möglichkeit habe, einen Freiarm zu nutzen. Also beispielsweise Stickgut über diesen Freiarm zu stülpen, um eine Kinderhose oder einen Ärmel oder dergleichen zu besticken. Also für mich ist das dann immer ganz wichtig, an so einer neuen Maschine zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich sowohl beim Nähen. Da ist der Freiarm unglaublich groß und sehr praktisch. Und ich kann diesen Freiarm fürs Sticken halt auch mitnutzen. Und das ist ganz, also sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet für ungeduldige Leute, die nicht mehr auftrennen müssen, um ein Hosenbein zu besticken, sondern es direkt drüber stülpen können.